Matthäus 18, die Verse 6 bis 7. Wer aber einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir Vertrauen zum Fall bringt, für den wäre es doch besser, mit einem Mühlstein an den Hals und ins Tiefste der Meer geworfen zu werden. Weh der Welt, denn sie bringt Menschen vom Glauben ab. Es kann ja nicht ausbleiben, dass so etwas geschieht, aber wehe dem, der daran schuld ist. Ja, so ein interessantes Wort und ein strenges Wort, wenn jemand die Gläubige zu dem Unglauben bewegt. Wenn jemand lebt so, dass er durch sein Leben den anderen zum Fall bringt, oder wie viele Leute, die haben sich extra bemüht, also diese atheistische Propaganda, um die Leute also vom Glauben wegzutun, oder die haben oder verschiedene Religionen, die dann die andere wirklich wollten vom Glauben wegbringen, da waren Menschen verbrannt für ihren Glauben und so weiter. Klar, das sind diese auch gemein, aber auch solche, die mit ihrem Leben so leben, dass sie den anderen zum Unglauben bringen. Und ich denke da zum Beispiel auch an ein Ehepaar, die wollen heiraten. Einer glaubt an Jesus, der andere nicht. Ich habe solche getraut schon. Und dann kamen sie zu mir, ja, wir wollen, dass du uns traust. Und ich habe gesagt, okay, dann sprechen wir noch vor. Und bevor wir dann zur Sache gegangen sind, haben wir gesprochen. Und ich habe gesagt, schau mal, du gehst jetzt mit Gott in die Ewigkeit, in den Himmel mit Gott. Und du willst von ihm gar nichts wissen. Und wenn durch das Leben auch dieser Gläubige wird ungläubig, dann bist du schuld daran. Willst du das oder nicht? Und habe ihnen dann auch diese Stelle gelesen von dem Mühlstein. Dann sagt der eine, nein, 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 ich will schon, dass er im Glauben bleibt, ich werde nichts machen. Aber das Leben ist länger als ein Tag und im Leben passiert vieles. Und der eine, der gläubig, der wird ungläubig. Deswegen ist wichtig, dass Gläubige auch wirklich auch gläubige heiraten. Das ist so wichtig. Doch es ist mein Kern meines Lebens. Ich gehe mit dem Herrn mein ganzes Leben und der andere nicht. Wie können wir da zusammen wirklich glücklich sein? Solche Fragen sollte man sich stellen. Unsere Sache ist eigentlich, wenn ich so Christen sehe, dass wir zu seiner Ehre leben, dass wir Licht ausbreiten, dass wir also gutherzig sind, dass wir bemüht sind, gute Werke zu tun, dass wir eigentlich etwas sind, so wie die Sonne in dieser Welt. Und das ist möglich. Und ich möchte hier, dass wir nochmal einen Text nehmen aus 2. Thessalonicher 11, 1, 11 bis 12. Und deshalb beten wir auch allezeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache zur Berufung und erfülle alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in der Kraft, auf das an euch gepriesen werde der Name unseres Herrn Jesu und ihr an ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesu Christi. Ja, es ist so erbetet. Er betet für diese Menschen, dass sie würdig leben der Berufung, wenn man sich als Christ nennt, dass man auch diese Berufung auslebt, dass die Menschen es merken, dass wir für die da sind, dass wir sie lieben, dass wir, dass Gott uns dazu Kraft gibt, dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat. Wie an einer Stelle so heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Dazu sind wir da. Dazu ist es auch geschehen in dieser Welt. Jesus hat das Licht gebracht und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir sind die, die vergeben. Wir sollen auch nicht an jemand gleich Anschluss nehmen, wenn er falsch lebt. Wir sollen trotzdem an Jesus bleiben. Aber es gibt, wenn es gerade so schwache Leute im Glauben sind, und dann wird es so gehandelt, dass sie vom Glauben wecken, dann ist es besser, sagt er, dass sie also ersäuft, dass sie verloren gehen. Ganz interessant, ein hartes Wort, obwohl Jesus will alle zum Glauben bringen, wie viel sie auch nicht gesündigt haben. Und hier aber, wenn einer sich mutwillig den anderen vom Glauben wegnimmt, da ist diese Strafe da. Schaut mal, was in Lukas 17, 3 bis 4 heißt es. Nehmt euch also in Acht, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihn. Und wenn er zu dir 70 Mal am Tag kommt und Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. So ist das Wort. So hat Jesus ein Herz gegeben seinen Kindern. Sie können immer vergeben. Ja, die müssen schon sagen, das ist nicht recht, was du machst hier. Ja, und der eine sagt, oh, okay, das habe ich jetzt wirklich falsch getan. Dann wird es auch vergeben. Aber man soll so leben, dass man so ein Licht verbreitet. Und wehe, wenn wir das nicht sind. Wehe, wenn wir also den anderen ärgern. Wehe, wenn wir also etwas tun, dass er vom Glauben wegkommt. Und das ist so wichtig. Da ist eine Verantwortung.
Und wir mal also Jesus in unser Herz genommen haben und gesagt haben, wir wollen dir dienen unser Leben lang. Das war eine Entscheidung im Leben. Wir sind dann in die Taufe gegangen und gesagt, so wie Jesus gestorben ist der Sünde, so sterben wir auch. Und dann verstehen wir und leben für den Herrn. Und jetzt sind wir seine Kinder. Wir sind neue Kreatur. Wir verbreiten Licht. Wir verbreiten Liebe. Wir Wärme. Wir sind für die Menschen da, wenn sie uns brauchen. Und dann verbreitet sich das Evangelium auch. Es wird gesehen, auch ohne Worte, dass wir Christen sind, weil wir besondere Menschen sind. Nicht weil wir es sind, aber weil Jesus uns verändert hat, weil er in uns wohnt. Und wenn er in dir wohnt, dann wirst du auch Liebe und Sonne ausstrahlen. Möge der Herr auch verhelfen und Gnade geben, dass wir diese Berufung wirklich auch würdig leben. Gott segne euch.